Hey, hey! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, der Special Edition. Oder Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. Wie es euch passt. So, wir haben letztes Mal die Voodoo-Puppe erhalten. Natürlich auch die Ratten, den BH und den Stock. Aber die Voodoo-Puppe ist das Interessante. Little, mean-looking and ugly, just like Largo. Sharp. Nadeln. Sharp. Sharp, 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 sharp. Sharp. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das stimmt. Aber mein erster Gedanke wäre tatsächlich, hier reinzustehen und zu warten, bis er kommt. Hey, what are you doing in here? Oder ist schon direkt da. And stay out. Muss ich den Steller benutzen? You're a pain. Ja. Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this! I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh. Well, I command you to leave this island. Just you try and make... Yeah! Now! Yeah! Now! That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that... Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Whoops. Ja, Guybrush war vielleicht nicht ganz so schlau. I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Tja, Guybrush hätte sich vielleicht wohl überlegen müssen. So, was kann ich tun? Wo kann ich mich verstecken? Können Sie mir was zum Schutz geben? Können Sie mich gleich hier töten, damit er sein Ende hat? Nein, wir fragen uns mal, was kann ich tun? What can I do? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop. Unclaimed bonanza or myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee. Thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Ist ja sehr freundlich, sehr nett von ihr. So, wollen wir doch gleich mal das Buch angucken. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. This is fascinating. It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate, and Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They bury their treasure along with plenty of... uh-oh. Booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map, which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island.
He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaving at the time. Gut zu wissen, nur dass ich mich wahrscheinlich gerade nicht wirklich viel davon gemerkt habe. Egal, wir wissen auf jeden Fall eins, das ist wichtig. Diese... Was war jetzt das? Keine Ahnung, egal. Die Würstchenbude, die wir schon gesehen haben, die hat einem von diesen Piraten gehört. Das ist schon mal wichtig. Wird unser nächster Halt wahrscheinlich sein. Ich versuche immer hier ein bisschen links zu schauen und sobald ich sehe, dass es einen Lag geben könnte, bleibe ich erstmal stehen. Oder, ein Lag. Lag ist nicht wirklich ein Ruckler. Naja. So. Dann wollen wir doch gleich mal das gucken. Das war am Strand, oder? Ja, ich glaube schon. Wollen wir doch gleich mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Ob die Piraten etwas wissen. So. Tür, Taverne zum heißen Würstchen. Tür. This door appears to be locked. Looks closed. Können wir das vielleicht irgendwie öffnen? Gleich mit dem Messer. My Scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Sei ruhig. Vielleicht mit der Schaufel aufhebeln. I can't dig that, Daddy. Du solltest auch nicht... Na, egal, vergiss es. Vielleicht wissen die was. Mal kurz mit denen reden. He's back. I told ye, we don't have any marshmallows. Das Audiokommentar, mal gucken, ob das dasselbe ist. Im Anfang, das konnte ich ja nicht zeigen, weil es sonst mit dem Gespräch rein wäre. My name is Ron Gilbert, and I did pretty much everything on this game. I did all the art, the music, programming, and the writing. So typical. I'm Dave Grossman. I helped Ron do everything on this game. I helped design puzzles and wrote lots of dialogue and programmed things and made little people walk around and created scenes. My name is Tim Schaefer. I helped get coffee for these guys. And then at night, I redid everything that they did, and I was an assistant designer programmer. That's the official title. That was our official title. Yeah. So we helped with puzzles and then wrote dialogue, and then programmed. Wow. I used to program. Mm-hmm. I still program too. What's happening? What was that sound? Oh my God! The game's starting. What an awesome game. Also, wir haben gerade erfahren, weil man das ja nicht lesen kann. Wiederhole ich es nochmal kurz, falls ihr nicht richtig gehört habt oder kein Englisch könnt. Wir haben jetzt die Leute vorgestellt bekommen, nämlich Ron Gilbert, der Ersteller oder der eigentliche Kopf hinter dem Spiel, der Erfinder. Der hat alles gemacht in diesem Spiel. Er hat die Musik gemacht, er hat die Grafik gemacht, das Künstlerische und er hat das Programmieren gemacht und hat alles gemacht. Hat natürlich nur so gesagt. Dann haben wir Tim Schaefer. Den kennt man auch aus anderen Adventures, hat viel gemacht. Er hat eigentlich bei allem mitgeholfen, Rätsel. Die haben eigentlich alles zusammen gemacht, mehr oder weniger. Alles, die Rätsel, die Dialoge. Und der dritte, den Namen ich gerade vergessen habe, Dave. Ja, den Nachnamen habe ich vergessen. Egal, auf jeden Fall hat er den Leuten Kaffee gebracht. Oder war das Tim Schaefer? Ich war hackert. Ich habe schon wieder alles vergessen, oh mein Gott. Nein, auf jeden Fall. Sind das die drei Leute, die hinter Monkey Island stehen, die Rätsel entdeckt haben, die die Grafiken entwickelt haben, das Spiel programmiert haben, quasi alles selbst gemacht haben. Und ja, das
wäre am Anfang im Spiel kommen, wäre auch witziger gewesen, aber wie gesagt, das wäre komplett in den Dialog reingequatscht worden. Und das wollte ich nicht. Das zeige ich gleich. Aber wir haben es jetzt ja nachgeholt. So, ihr braucht euch keine Sorgen mehr um Largo zu machen. Well, you guys can stop worrying about Largo. He's history. Oh, really? He must have finally got that nasty letter I wrote. You sure can write a mean letter, Fink. Okay, ich sehe euch well, sehr später. I'll see you salty dogs later. Zu denen kriegen wir jetzt nichts gesagt. Nehmen ein Schild. Können wir das nehmen? I can't pick that up. Warum nicht? Nennen wir einen guten Grund, Guybrush. Also wir kommen hier noch nicht so einfach rein. Frage mich, ob wir dafür einen Schlüssel bekommen noch, oder ob wir ein Brecheisen bekommen. Wo ist Gordon Freeman, wenn man ihn mal braucht? Der hat doch immer sein Brecheisen dabei. Woodtick. Denn ich glaube, ich weiß tatsächlich noch, was man mit der Ratte machen muss. Denke ich zumindest. Denke, dass ich noch weiß, was du da machen musst. Ja, genau. Das macht Sinn. Naja, schauen wir mal. Testen wir es einfach mal. Durchs Fenster. Wir wollen ja immer noch den Job als Koch. Üben den Job. Denn durch bekommen wir Geld. Good thing this is a cold soup. Ja. It's too soggy. War's das schon? Mal schauen. Ob es denn schon war. Na, wir müssen erst den Koch loswerden. Damit wir selbst Koch werden können. Excuse me. Yeah, boy? Largo LeGrand has left Scab Island for good. Well, well. I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put them in all the drinks. Gut. So, und jetzt, ja, wir haben hier eine neue Dekoration. Wie ist der Eintopf heute? How's the stew tonight? Stew? How gauche. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special vichyssoise. Let me go see how he's doing. How's the vichyssoise, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? I think I will. Oh my God! What kind of demented recipe book are you using? But, sir... Out! Get out of my sight! This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life! Look at all the hair! And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? Well, here's your soap. I'm really not that hungry anymore. Dang! Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? Natürlich. Warum nicht? Ich probier's. Nein, danke. Ich bin mein eigener Chef. Ich weiß nicht. Wie wird gezahlt? Ist noch eine wichtige Frage. I don't know. How much does it pay? 420 pieces of eight a week. First week paid in advance. Nicht schlecht. Das ist doch mal gut. Dann kriegen wir gleich mal 420. Wir werden wahrscheinlich nie hier arbeiten. I'll give it a shot. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okie dokie. Yay. So, jetzt haben wir Geld. 421 Goldstücke haben wir jetzt. Oh. Wir haben nicht mehr so viel im Inventar. Vichyssoise mit Rattenhaaren. Yuck. A rat's been swimming in it. I've never been much for rodent seasonings. Was? Warum nicht? Wir können hier nichts groß machen, soweit ich weiß. Also, gehen wir einfach wieder raus.
Denn wir sind ja Pirat und kein Koch. So, jetzt muss ich gucken. Wir haben jetzt das Geld für Captain Dread. Largola Grand ist weg. Also, theoretisch müssten wir jetzt ja die Stadt verlassen können. Da wir im Moment nichts mehr machen können. Aber ich sehe auch schon wieder, es ist auch schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Diesmal werden wir aber auf der Landkarte mal aufhören. Weiß nicht warum, hab einfach Bock drauf. Okay. Nächste Folge gehen wir dann zu der Halbinsel, zu Captain Dread. Und ja, werden mal schauen, ob wir die Insel verlassen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet dich bitte rein. Bis dahin, tschö, auf Wiedersehen und macht's gut.